So, meine Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. In diesem Video die Major Game Messe aus der 17. Runde der 2. Liga aus Österreich. Der SKU Erdl-Grasamstätten besiegt zu Hause gegen den Tabellenführer Auslaufen jetzt mit 2 zu 0. Die SC Austria Lustenau verliert zu Hause gegen Blau-Weiß Linz mit 0 zu 2. Der FAC Wien trennt sich unentschieden zu Hause gegen Wacker Innsbruck mit 2 zu 2. Der Kapfenberger Sportverein gewinnt zu Hause gegen Vorarlberg Steyr mit 2 zu 0. Die Junos aus Oberösterreich schlagen die zweite Mannschaft von Rapid mit 2 zu 1. Austria Klagenfurt besiegt zu Hause Dornbirn mit 3 zu 2. Der GRK spielt zu Hause gegen die Young Violets 0 zu 0. Und der FC Liefering schießt den SV Horn mit 6 zu 2 aus dem Stadion. Die Tabelle nach 17 Runden. Auf Platz 1 Lafnitz mit 37 Punkten aus 17 Spielen. Auf Platz 2 Liefering mit 33 Punkten aus 17 Spielen. Auf Platz 3 Blau-Weiß Linz mit 31 Punkten aus 17 Spielen. Auf Platz 4 Austria Klagenfurt mit 28 Punkten aus 17 Spielen. Auf Platz 5 der GRK mit 27 Punkten aus 17 Spielen. Auf Platz 6 mit ebenfalls 27 Punkten aus 17 Spielen der FC Wacker Innsbruck. Auf Platz 7 SKU Erdl-Grasamstätten mit 24 Punkten aus 17 Spielen. Auf Platz 8 Mauren-Thornbirn mit 23 Punkten aus 17 Spielen. Auf Platz 9 der Kapfenberger Sportverein mit 22 Punkten aus 17 Spielen. Auf Platz 10 die SOH mit 20 Punkten aus 17 Spielen. Ebenfalls mit 20 Punkten. Auf Platz 11 die Junos aus Oberösterreich. Auf Platz 12 Austria Lustenau mit 18 erreichten Punkten aus 17 Spielen. Ebenfalls mit 18 Punkten. Auf Platz 13 der FAC Wien nach 17 Spielen. Auf Platz 14 Vorwärts Steyr mit 16 Punkten aus 17 Spielen. Auf Platz 15 die Young Violets Austria Wien mit 15 Punkten aus 17 Spielen. Und ebenfalls mit 15 Punkten aus 17 Spielen auf dem Tabellenplatz 16, somit dem letzten Tabellenplatz, die zweite Mannschaft von Rapid Wien. Das soll es von der 17. Runde gewesen sein. Am Sonntag, den 14.03. um 14 Uhr kommen die Match-Ergebnisse aus der 18. Runde. Also seid gespannt, haut rein und ciao.